Ich wünsche euch ein frohes und erholsames neues Jahr. Wie ihr wisst, hat sich bei uns einiges geändert und wird sich auch noch verändern. Und wir sind für euch dann wieder wie gewohnt ab dem 7.1. da. Haben uns lange überlegt, wie es weitergeht, ob es weitergeht und wie wir es machen. Wir sind momentan ein bisschen in einer schwierigen Lage, muss man einfach ehrlich sein, trotzdem sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken. Und das haben wir auch nicht. Wir haben uns hier jetzt zusammengetan mit einer weiteren Firma, die natürlich getrennt arbeitet, aber wir gegenseitig viele Sachen gemeinsam haben, beziehungsweise viele Sachen zusammenarbeiten können. Und darauf setze ich relativ viel. Ich freue mich da auch schon drauf, dass man einfach zwei Firmen miteinander vereint, wo man einfach auch ein größeres Portfolio für euch anbieten kann. Es wird alles noch eine Weile dauern, bis es sich einläuft, aber das sind mal die Vorsätze für das Jahr 2019. Es wird weitergehen, es wird, auch wenn es noch ein bisschen dauert, zuverlässig mit sauberer und guter Qualität weitergehen. Wie schon gesagt, ab 7.1. sind wir wieder da. Weitere Sachen werden noch bekannt gegeben, wie neue Telefonnummer gibt es, eine Festnetztelefonnummer, es gibt eine neue Homepage und noch ein paar Kleinigkeiten, die geändert werden, werden euch rechtzeitig noch bekannt gegeben, wird dann auch ab dem 7. wieder über Facebook, Instagram und YouTube Werbung gemacht. Da waren wir momentan etwas im Stocken, aber wie schon gesagt, das war der privaten und geschäftlichen Situation geschuldet. Da bitte ich euch ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Man muss halt manchmal zu seinen Fehlern und zu seinen Problemen stehen und einfach sagen, was momentan gerade Sache ist. Aber ich freue mich drauf auf dieses Jahr. Wir haben jetzt schon Projekte, wo ich weiß, dass sie gut werden. Ihr wisst, BMW M2 Competition ist ein Projekt. Wir haben ein Projekt C63 W204, in dem Fall ein Kombi. Ist jetzt schon klar, dass dies als Projekt kommt. Und ich denke auch, dass wir hier von diesem Standort, in dieser Location deutlich besser und einfacher arbeiten können. Was dem Fall leider wegfällt ab diesem Jahr, früher sind wir, wie ihr wisst, immer noch zum Kunde gefahren, haben dort auch uns um das Thema mit der Leistungssteigerung gekümmert. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, wir arbeiten jetzt von unserem Standpunkt aus und die Kunden dürfen in dem Fall in unser Haus kommen. Ihr seid, wie schon gesagt, hier herzlich willkommen. Ab dem 7.1. sind wir, wie schon gesagt, da. Ja, das war jetzt eine kleine Ansprache fürs neue Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, viel Gesundheit, dass eure Vorsätze in Erfüllung gehen und ab nächste Woche werden meiner oder unsererseits wieder einige Videos folgen. Es werden weitere Details folgen dieses Jahr und ich hoffe, wir kommen wieder auf einen Nenner. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche und wir sehen uns ab nächste Woche, den 7.1. Vielen Dank. Ciao.